Laute Musik, Partystimmung und wählen gehen. Was auf den ersten Blick nicht so richtig zusammenpasst, versuchen die Veranstalter des Festivals Rock am Ring zu verbinden. Denn sie unterstützen die Kampagne des Europäischen Parlaments Use Your Vote, also nutze dein Wahlrecht. Damit die Stimmen der erwarteten 80.000 Besucherinnen und Besucher des Festivals bei der Wahl morgen nicht fehlen, wurde schon frühzeitig daran erinnert, vorab per Brief abzustimmen. In der Eifel wird wieder gerockt, 3 Tage lang. Im Vorfeld hatte der Veranstalter die Festivalbesucher zur Briefwahl aufgerufen, etwa über Social Media. Also als wir gemerkt haben, dass das aufeinanderfällt, haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall tätig werden, im Sinne von, wir wissen, dass wir freuen uns sehr, dass alle heute hier sind, mit uns feiern, aber jede Stimme zählt und ohne ein gemeinsames oder vor allem demokratisches Europa würden auch Festival wie Rock am Ring nicht weiter existieren oder schlechter existieren. Auch viele Künstler haben sich am Wahlaufruf beteiligt, so wie die Band Guano Apes. Ja, ich glaube, die Leute vergessen leider zu oft, dass es wirklich ein Geschenk irgendwo ist. Also natürlich gibt es eine Politikverdrossenheit, das ist schon klar, gerade in schweren Zeiten, aber es ist trotzdem wirklich ein Geschenk, dass man wählen kann. Wie viele Rock am Ring-Besucher im Vorfeld ihr Kreuz gemacht haben, keiner weiß es. Aber laut Veranstalter war der Zuspruch positiv. Es war ganz gut, dass Rock am Ring noch mal erinnert hat, weil ich hatte das nicht mehr so auf dem Plan, dass das direkt auf den Sonntag fällt. Ich habe daheim schon Briefwahl gemacht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es ja direkt zu den Wahlen stattfindet. Wählen ist, muss passieren. Man kann nicht nicht wählen, das steht nicht zur Debatte. Erst wählen, dann rocken. Das war das Motto bei Rock am Ring in diesem Jahr.